Seit 2001 singen sie schon das Fliegerlied. Im letzten Jahr ist es dann mal endlich durch die Decke gegangen. Es war auf dem 2004er Album drauf, Stark wie ein Tiger. Und jetzt sind sie da. Schon 7 Alben haben sie rausgebracht. Donickel und die Weißwürstel, da sind sie. Herzlich willkommen. Grüß euch, Paul Ehre. Euch geht's gut, immer gut. Ja, immer, natürlich. Das ist der Donickel in echt. Jetzt hat er sein Flocati nicht dabei. Ja, das ist warm genug, der Herren. Oder hast du ihn drunter? Nein, ich habe ihn zu Hause. Ja, den zu Hause. So, du hast auch eine Jeans an, er hat wenigstens eine Lederhosen. Ja, servus, genau. Grüß euch. Hört schon aus, oder? Du schaust riesig aus. Also, super. Ja, und du, nichts Trachtiges außer dem Kopftuch? Ja, also, weißt du, es ist so, bei dem Ramsamsam-Video, bei dem neuen, da spiele ich doch eine Frau. Ach, ist das so? Ja, und jetzt bin ich immer eine Frau. Wirst damit aufgezogen. Ärgert ihr ihn etwa, zwecks dem Video, wo er Frau spielt? Nö, also, mittlerweile nicht mehr, weil er läuft ja schon so rum weiter, da muss er nichts mehr zu tun. Also, ist es nicht erstaunlich? Also 2001 habt ihr schon das Fliegerlied gesungen, 2004 war es auf dem Album drauf. Es scheint so zu sein, als würde es dieses Jahr wieder der Wiesnhit werden. Wahrscheinlich, in der Mangelung einer entsprechenden Konkurrenz, oder? Margot, was sagst du? Das Fliegerlied, das könnte doch wieder werden. Das ist einmalig. Also ich bin so begeistert. Ich habe das letztes Jahr also so richtig schon mitgekriegt. Und es ist so wirklich sowas Positives, sowas Lustiges. Und zwar für jung und für alt. Also meine Enkelkinder sind ganz begeistert. Und dann auch die älteren Leute, muss ich sagen. Also wir haben jetzt gerade die Rollstuhlfahrer da gehabt. Also neulich, also gestern, und die können da alle nur so mitmachen und die sind so glücklich darüber. Also ganz, ganz herzlichen Dank, was ihr da gemacht habt. Schau mal her, der Chef wird jetzt fast rot, der Donickel wird fast rot bei so viel Lob. Es ist ja auch nicht, ja, das Lob für euch, weil es ist ja auch nicht von irgendwem, sondern die Margot Steinberg ist die Chefin vom Hofbräufestzelt. Ja, was hat er gesagt? Was? Was hat die gesagt? Ja, die hat gesagt, dass ihr toll seid. Das ist doch schön. Und ihr habt eine neue Single. Ich kenne sie ja schon. Ich habe ja zwei Buben, den Finn und den Lennart. Einer heißt auch Finn. Echt? Na, hör auf. Na, er ist 7. Und deiner? 1. 1. Und er heißt Finn. Er hat für meine braune Augen. Meiner hat braune Augen. Siehst du? Also auch braune. Auch braune. Der Kleine hat aber blaue Augen. Also ich habe blaue, du hast aber grüne Augen. Nächste Frage. Ach so, ja, okay. Ja, also der ist 7 und der Kleine ist 3. Riesenfans. Ich soll dich grüßen von den beiden. Dankeschön, grüß zurück. Und wollt ihr jetzt vielleicht auch mal ein bisschen was anstimmen von Aramsamsam? Das ist nämlich die neue Single. Aramsamsam, Aramsamsam, Guli, 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 Guli. Das wollen wir jetzt schon hören, gell? Okay. Und dann muss dann die Stimme so runterrutschen, bis in Halsgas und so. Aramsamsam, Aramsamsam, Guli, 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 Ramsamsam, Aramsamsam, Aramsamsam, Guli, 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 Ramsamsam, Aramsamsam, Guli, 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 Ramsamsam, Aramsamsam. Guli, 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 ramsam, und jetzt wäre dann die Stelle, wo man mit dem Hosendürtel scratchen kann. Du kannst das Mikro auch höher halten. Wo man mit dem Hosendürtel scratchen kann, aber das ist im Fernsehen ein bisschen ungut. Mit dem Hosentürtel quetschen? Nein, scratchen. Ach, scratchen. Ich dachte quetschen. Das wäre aber auch, das würde auch zum Quietschen führen. Du kannst ja eher quietschen. Du bist ja der Knopfquietscher. Ich bin der Scratcher. Aber das geht dann nur mit ohne Flocati. Natürlich, sonst zückt man ja den Flocati ein. Wollt ihr noch bei uns bleiben? Ja, gern. Sehr schön. Dann schauen wir jetzt mal ganz rasch weiter. Was haben wir jetzt, Herr Schock? Genau. Na, wir schauen jetzt mal zu eurem Video. Wir haben einen Ausschnitt vom Video. Also das war A Cappella und jetzt ein Ausschnitt von Aramsamsam von Donnick und die Reißwischen. Ramsamsam Tanz gehört gewiss zu den Coolen. Komm, stehen es aus, tanzen nicht hin. Es stell dich erstmal ganz gerade hin. Nur den Kopf mit dem Fuß ganz locker auf den Boden. Schüttel deine Arme aus und nimm sie hoch nach oben. Lass sie oben kreisen, ja, das ist wunderbar. Achtung, hier kommt der Refrain. Jetzt haben sie gerade noch mal selber geschaut, wie es geht. Ja.
aber das ist dann auch Teil eurer Show. Also ihr tretet ja dann auf, vorzugsweise vor Kindern, aber ihr reist auch die Älteren mit. Ich meine, es könnte ja fast schon passieren, dass ich die... Ja, die Margot nickt, die wird sich ja auch in die erste Reihe drängeln, gell? Die kann da auch mitreden bei den Älteren. So, ja. Ja, aber das ist dann auch schon so, die Kinder sollen mitmachen. Ja, natürlich. Kinder bewegen sich ja nicht mehr so oft heutzutage, leider. Und wann erlebt man schon mal gemeinsam was mit der Familie? Wir wollen ja die Familie zusammenbringen, dass sie was Schönes gemeinsam so erleben bei uns. Wann kommt ihr denn das nächste Mal Richtung München? Das nächste Mal Richtung München? Es wird wahrscheinlich November werden. Am Samstag sind wir in Mainburg. Mainburg ist ja nicht weit weg von Minga. Moorburg. Kennst du Moorburg? Moorburg. Mainburg. Sagst du mal Moorburg? Ja, sag mal Moorburg. 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 Kennst du Moorburg? Klingt ja fast Oberfelder. Moorburg. Ja, also. Na, Mainburg. Ja, sag ich doch. Ja, also, wieder. Schönen guten Abend. Moorburg. Es ist definitiv so, dass wir jetzt noch ein paar Konzerte haben, wenige Konzerte. Stuttgarter Vasen sind wir auf jeden Fall beim Familiennachmittag. Und dann machen wir Pause, weil es gibt eine neue CD von Donegl. Im Mai, und die müssen wir ja irgendwann aufnehmen. Im Mai, wie soll denn das Werk heißen? Keine Ahnung, ihr könnt ja mal uns Mail schicken. Also, wie soll das neue Album von Donegl und die Weißwürstel heißen? Im Mai soll es rauskommen, die haben noch keine Lieder, die haben noch keinen Titel, aber sie sind gewählt. Das ist doch schon mal was, oder? Hast du schon einen Song geschrieben fürs neue Album? Ja, schon mehrere. Oh, sind alle abgelehnt worden, so wie du schaust, gell? Und du, hast du schon was geschrieben fürs neue Album? Oh, das kommt vielleicht noch. Ich weiß noch nicht. Er lässt die Zeit. Ganz, ganz ruhig. Ganz locker. Ganz langsam. So, Mr. Moorburg. Hast du schon was zum neuen Album beigetragen? Ja, ganz schön viel eigentlich. Also es wird ganz lustig werden, glaube ich. Also er schaut zuversichtlicher als er. Also seine Sachen sind dann akzeptierter als seine. Nimmt halt auch was von ihm. Okay. und schickt uns wirklich Ideen. Also info@tonkultur.de. An info@tonkultur.de schickt uns einfach Ideen, Vorschläge, bitte fürs neue Album. Oder donickel.de. Ja, das ist die Homepage halt. Ja, eben, geht doch auch, oder? Ja. Und auch in Kontakt treten mit uns. Natürlich kann man in Kontakt treten. Margot, möchtest du dir noch einmal was fragen? Noch sind sie da. Ja, also, was macht sie denn eigentlich sonst unterm Jahr? Wenn ihr jetzt da nicht auf Tournee geht. Was ja, macht ihr denn? Ich spiele fast jeden Tag Konzerte. Jeden Tag? Ja, das ist ja super. Ja, das ist ja toll. Also das freut mich, dass ihr so viel Erfolg habt. Ja, toll. Dann wünsche ich euch weiter so viel Erfolg. Ein Groß und Klein, das ist Wahnsinn.